wer politisch Arbeitsplatzverluste erzwingt, der muss auch bezahlen. Wer schützt eigentlich die Mehrheit vor aggressiven Minderheiten? Wie möchten Sie das sicherstellen, dass wir als Jugend nicht komplett zugrunde gehen in 3 Jahren? Braunkohle ist nicht nur für die Region wichtig, sondern für ganz Deutschland. Es ist halt keine schöne Situation. Es geht um unsere Arbeitsplätze. Wir wollen ein klares Signal setzen, dass man noch viele Jahre auf die heimische Braunkohle setzen muss. Wir wollen endgültig von der Politik wissen, wie sie zu der Braunkohle steht. Wir leisten einen Beitrag, Step by Step, dass auch die ökologische Modernisierung in diesem Land weiter ist als in fast jedem Land dieser Erde.